bin die Nele. Und ich bin die Ella. Und heute wird es ernst, denn heute ist die Preisverleihung von Lukas. Gleich geht's auch schon los. Es wird aber nicht nur ein Preis verliehen, es werden ganz viele verschiedene Preise in verschiedenen Kategorien von verschiedenen Jurys verliehen. Also kommt mit! Die Spannung steigt, denn die Preisverleihung rückt immer näher. Und bis jetzt wissen nur die Jurys, wer was gewonnen hat. Bevor die offizielle Veranstaltung beginnt, proben wir den Ablauf einfach. And the Lukas goes to... Das wird eine Überraschung! Juhu, ja, verdient! Bravo! Das ist übrigens der heiß begehrte Lukas-Preis, der heute Abend an die besten Filme des Festivals verliehen wird. Ihn wollen alle haben, aber im Moment haben wir ihn noch. Nur wir müssen ihn leider wieder abgeben. Ganz viele Filmschaffende und Gäste finden schon den Weg ins Filmmuseum, denn dort im Kino findet gleich das Ganze statt. Neben den 6 Preisen, die wir haben, vergeben wir heute auch natürlich noch den Publikumspreis. Denn während der ganzen Woche haben auch die Zuschauer aus dem Publikum über Stimmzettel teilgenommen. Und da werden wir heute auch den tollen Publikumspreis vergeben. Die Festivalwoche war spannend, sie war aufregend. Wir hatten wirklich Deutschlandpremieren, wir hatten Europapremieren und wir hatten auch zahlreiche Weltpremieren. Also Filme, die das allererste Mal hier beim Lukas Kinderfilmfestival weltweit gezeigt wurden. Ich hatte auch das Gefühl, dass jeden Tag was Besonderes passiert ist und dass wir jeden Tag auch was Besonderes erlebt haben. Und im Prinzip geht es auch nicht nur um Filme und es geht auch nicht nur um unsere Filmhelden auf der Leinwand, die wir gesehen haben. Denn unser Motto war ja in diesem Jahr, und am Ende schaffen sie es doch. Sondern das hat sich auch auf unsere Gäste und auf unser Miteinander übertragen. Nach den Reden werden die ersten Preise verliehen. Tu es heureux de gagner un prix comme ça? Ah oui, très heureux. Oui, effectivement. Man muss die Franzosen lieben, er hält es kurz. Ja, er ist sehr gut. Der Film, den wir hier prämieren wollen, hat uns besonders überzeugt, weil er zeigt, dass aus etwas Kleinem etwas sehr Großes entstehen kann. Wir möchten den Film Wildvogel von Jakob Bitsch auszeichnen. Animiert und voller witziger Ideen sehen wir, wie in kürzester Zeit aus einem traurigen Einzelgänger ein fröhlicher Kater wird. Wir vergeben den Preis an den besten animierten Kurzfilm an Pishko Goes Away von Sonja Kenton. Der diesjährige Preis für den besten Langspielfilm geht an den niederländischen Film Stay, bitte bleib. Die Preisverleihung ist vorbei, alle Preise sind verliehen. Aber damit ist noch nicht Schluss. Jetzt geht's auf zur Aftershow-Party. 3, 2, 1, Film ab! Hier in der Aftershow-Party gibt's nicht nur leckeres Essen und Trinken. Man kommt auch ins Gespräch mit den Filmschaffenden und Preisträgern und kann so neue Kontakte knüpfen. What means the award for you? It means a lot. It's the first time I win an award. And when you make films, the awards means a lot in terms of getting your next film made. So I hope with this award, I can maybe be lucky to make another film. Okay. Are there any other project in next time? I hope so. But right now I'm writing on a feature film for children. But right now I've only written, you know, the very basic idea. So, but hopefully I can get some funding and be able to write the whole script and make the film. Okay. I would just like to say to the Lukas audience that being here this week and showing my films to you has been really great. I've never seen an audience with so many questions, so many hands raised, and it's just been really wonderful to meet all the kids at Lukas. Wir verabschieden uns hier vom Lukas und von der Aftershow-Party. Und morgen gibt's nochmal einen Rückblick auf die ganze Woche. Tschüss! Tschüss.